Was ist ein Böxer? Ein Böxer ist nicht jemand, der einen Bock geschossen hat, im weitesten Sinne schon, wenn er zum Beispiel einen schwefelhaltigen Wein destilliert hat und zum Schluss dieser Schwefel von der Aromatik her ins Destillat übergeht. Doch wie erkennt man das? Ein Böxer ist eben Schwefel. Schwefel stinkt noch volle Eier, Schwefel stinkt noch Knoblauch. Also Sie sollten sich auch übrigens überlegen, ob Sie Knoblauch essen wollen oder gleich ein Destillat mit Böxer trinken. Aber Böxer ist dann im Produkt, im Destillat drinnen, wenn dieser Schwefelton nicht vor dem Destillieren, vor dem Rauchbrand aus dem Destillat entfernt wurde. Dazu gibt es chemische Möglichkeiten, das zu tun, aber idealerweise sollte man für einen Weinbrand bzw. was auch immer in Verbindung mit dem Grundprodukt Traube bzw. Wein bitte keinen geschwefelten Wein verwenden, sondern bitte einen Wein mit viel Hefe, weil die Hefe, wenn sie umgerührt wird, stabilisiert auch den Wein und man hat kein Problem, dass dieser Wein eben kippt. Als Amuse-Gueule servierte ich Ihnen heute kleine Happen sensorisches Wissen kompakt. Haben Sie Lust auf das gesamte Menü? Ja, dann gehen Sie bitte auf unsere Webseite IWS.tv oder auf YouTube. Liken Sie bitte die Beiträge, abonnieren Sie bitte den Kanal. Bis zur nächsten Folge von Inside World Spirits.